Wildschweine, Rehe, Hirsche und Hasen sieht man mitunter da beim Grasen, wenn sie da auf der Lichtung stehen, bei dem so spazieren gehen. Homer ist ganz still, weil er die Tiere sehen will, die da so im Wald rumlaufen und beim Grasen so verschnaufen. Homer will die Tiere füttern, können sie ihn doch nicht wittern, wenn er sich da so versteckt und die Tiere nicht erschreckt. Die wilden Tiere lassen sich nicht stören, weil sie Homer halt nicht hören und fressen froh und heiter auf der Lichtung weiter. Homer gefällt es sehr, fressen die Tiere da immer mehr. Er muss nur auf Ruhe achten, will er die Tiere weiter so betrachten. Wenn sie sich beim Fressen da nicht stören lassen, kann es Homer da kaum fassen, was er da so alles sieht, wenn er so spazieren geht. Homer geht am Wald entlang, wird ihm davon auch nicht bang, weil er auf die Tiere achtet, wenn er sie da so betrachtet. Dieser Tag ist einfach schön, kann er so die Tiere sehen. Nun geht Homer wieder nach Haus und ruht sich von diesem Spaziergang erstmal aus.